weil ich keinen Bock habe, das Spiel nochmal zu spielen. Ja gut, Zestiria wäre vielleicht auch auf der PS... nicht auf der PS3 sogar besser, weil das auf der PS3 ab und zu so ein kleines bisschen hakelt. Wobei, Sodi, ich glaube mittlerweile habe ich sogar ausgestellt, dass meine Trophäen automatisch geteilt werden, wenn ich online bin. Sprich, die aktualisieren sich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich finde es ja noch so einen Blitzableiter. Da. So, wer prügelt denn hier eigentlich jetzt noch mit denen noch? Ach, Nami kommt hier nicht raus. Na gut. Hilfe! Ich werde von Geld angegriffen. Warum sind wir nach Dortmund gezogen? Weil ich hier Arbeit habe. Außerdem, so toll war meins wohl auch nicht. Also wie gesagt, auf der PS3 ruckelt es ab und zu so ein kleines bisschen. Es fällt, glaube ich, relativ früh auf. Aber... weiß nicht, wie es auf den anderen Konsolen ist. Ob es da besser oder schlechter ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf der PS4 auf jeden Fall besser läuft. Vielleicht ist einfach nur meine PS3 alt oder so und deswegen kann sich das nicht mehr hin. Das kann auch sein. Und? Stell dich mal so schön alle auf. Im dritten Part hat man das gemerkt. Okay. Aber ich finde es jetzt auch nicht groß störend. Das passiert ab und zu mal, aber... ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich denke mal, das Spiel ist wahrscheinlich auch eher für die PS4 optimiert worden. Und ich sag mal so, ich bin dann dankbar, dass es auch für die PS3 erschienen ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass wenn nächstes Jahr Berseria rauskommt... oder dieses Jahr... Berseria ist in Japan noch nicht raus, ne? Das hat wahrscheinlich auch, ich glaube, auch noch keinen Termin für Japan. Jedenfalls, wenn Berseria dann kommt, werde ich es wahrscheinlich dann auf der PS4 auch let's playen. Bis dahin dann. Weil ich denke mal, die sind dann auch umso mehr auf PS4 dann optimiert. Dementsprechend wäre es da vielleicht gut, auch die ordentliche Konsole dann zu holen. Ich glaube, die Zeit der PS3 ist dann doch so langsam vorbei für mich. Sprich, irgendwann dieses Jahr dann vielleicht an die PS4. Ich gehe auch davon... Nee, Moment, wir sind immer noch in 2015, ne? Irgendwann nächstes Jahr dann die PS4. Wie habe ich gerade gedacht, wir sind 2016. Nächstes Jahr dann die PS4, weil ich denke mal auch, dass Kingdom Hearts dann ja auch noch das ganze Zeug kommt. Das möchte ich ja auch noch spielen. Von daher... Die Steam-Version soll auch ein paar Bugs haben von Zestiria, okay. Ja gut, es ist ein Charakter, die Screenshots bekannt. Dann sollst du doch noch ein bisschen warten. Ich frage mich allgemein, warum außer Nintendo niemand Abwärtskompatibilität in seine Konsolen reinsteckt. Erlange Schnellkontrolle über das Gebiet, was abgeschlossen ist. Jo, seems legit. Die 1TB-Version der PS4 kann ich ja dann machen. Ich, wie gesagt, ich schau dann. Wenn es dann soweit ist und ich wirklich eine brauche, dann gucke ich mir das. Dann gucke ich mir eine schöne raus. Und werde die mir dann vielleicht holen. Was war da eigentlich das Schiff die ganze Zeit? So, oh, wieder weg. Weil Nintendo Hipster ist. Cash, Jan, Cash. Ja, gut. Ashigi, was machst du denn? Du bist da, ich komme los.
Konsolenhersteller sind alle YouTube-Partner. Ja. Jedes Spiel mal 40. Ich werde mir sowieso die Spiele auch immer so holen, aber selbst wenn man die installiert, haben die immer noch so viel, nehmen die so viel Platz weg. Ist schon krass. Oh. Ich habe ein Schatzereignis bekommen. Achso, das mit dem Blitzen, stimmt. Muss Buggy anscheinend besiegen gehen. Wobei stimmt, Microsoft hat eine Abwärtskompatibilität bald. Mit dem nächsten Update oder so. Weil ich mich dann frage, wenn die es schaffen, eine Abwärtskompatibilität mit einem Update reinzubekommen, heißt das ja, die war eigentlich von Anfang an drin. Weil die ändern ja nichts an der Hardware. Also hat das Ding die ganze Abwärtskompatibilität gehabt, aber die wollten sie nur nicht freigeben. Was ich schon so ein kleines bisschen unverschämt finde. Buggy, einmal mit hier. Und Buggy weg. Nee, nicht Ruffy soll einen Umweg nehmen. Buggy nimmt einen Umweg wegen dem Blitzen. Auf der PS4 ist es theoretisch auch möglich. Aber die haben es wahrscheinlich auch einfach blockiert und sagen, nee. Kauft eine PS3, wenn ihr PS3 spielen wollt. Was hatte ich von One Piece Burning Blood bisher? Nichts. Weil ich nicht auf den Beat'em-Ups stehe. Also es wäre so ein Spiel, was ich mir wahrscheinlich nicht holen würde. Weil ich Beat'em-Ups langweilig finde. Dementsprechend. Es ist sicher ein gutes Spiel, da sage ich nichts gegen, aber das ist nichts für mich. Okay, ich habe sogar Kizuna voll. Smoker da. Dieses Jahr soll noch ein Direct kommen. Oh, das finde ich cool. Dann erwarte ich Infos zum neuen Zelda. Also, ich möchte echt dann gerne mal so ein bisschen neues Stuff, keine Ahnung, ein paar Screenshots, ein bisschen Gameplay sehen. So Zelda U. Das fände ich angemessen. Ansonsten, weiß nicht, was könnte man da noch Neues zeigen? Pokémon? Das neueste Pokémon? Wobei, Pokémon kam, glaube ich, nie in den Directs vor, oder? Dann hatten die Uras auch in einem Direct gezeigt. Ja, vor allem dann fällt's auch gerne mal ein Datum. Stimmt, Twilight Princess HD. Mal schauen, ne? Oder neues zum NX. Das wäre auch was, ja. Die hätten doch so einiges, worüber die erzählen können. Und dann kommen sie mit irgendwelchen Kleinigkeiten und am Ende so ganz kurz, yo, hier. Habt ihr das, was ihr eigentlich haben wollt? Oder so. Na gut, so. Fähigkeiten-Poter? Das Fähigkeiten-Poter von Shanks, ja. Ach guck mal, ich habe ein paar Shanks-Münzen. Ja, toll, genau eine zu wenig. Licht? War es wieder so dunkel in meinem Stream? Hm. Persönliche Lichtanmacherin. Oh, ich habe 100 Münzen. 100 verschiedene Münzen anscheinend. Und unsere Waschmaschine dreht gerade wieder durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah. Der tat schon ein bisschen weh, oder? Okay. Wie sieht denn die Legende bisher aus?
Oh, das sieht aber cool aus. Wie die alle da so nebeneinander drauf gehen. Achso, das ist so in der Reihenfolge. Sind die Traumlok-Sachen? Zumindest bis hierhin. Ah, hier sind 6 Traumlok und dann ist hier das, das und dann geht's hier oben wieder weiter. Ah, okay. Ich bin stolz auf dich, Jan. So, damit haben wir jetzt im Prolog und Kapitel 1 schon mal überall 100%. So, was fehlt hier? Besiege Warpol mit Ruffy. Das Spiel will Ruffy? Ich gebe ihnen Ruffy. Was fehlt eigentlich noch für Münzen? Da fehlt noch eine Shanks-Münze. Und hier sind die ganzen anderen Sachen, um die Levelbegrenzung aufzuheben. Ich habe immerhin eine schon. Na dann, Segel setzen. Der hätte auch von mir sein können. Ja. Jan redet mit sich selbst. Forever alone. Will sich Svenja kurz mal zu Wort melden? Oder muss ich jetzt weiter Selbstgespräche führen? Nein. Gut. Ja, ich führe Selbstgespräche. Ich gebe es ja zu. Die Frage ist jetzt, Frage an euch mal, die es wissen. Was ist damit innerhalb des Zeitlimits gemeint? Wann, in welchem Zeitlimit? Wird mir das angezeigt oder... Das wird noch Traumlok machen mit Frankie und die Nippellichter zeigen. Vielleicht später. Jetzt gerade machen wir erstmal hier noch normal weiter. So, zack. Und einmal weg. So, wo sind die denn alle? Hier. Voll in die Füße geschlagen. Dann erstmal die Treppe hochgeschlagen. So schnell wie möglich besiegen einfach. Okay. Na, da oben treffe ich ihn leider nicht mehr. Immer schön verwirren hier. Ja, im letzten Stream gab es zwischendurch mal Svenjas Arm zu sehen, das stimmt. Wo ist er denn? Da. So, die werden schon mal weg. Ich könnte noch ein paar Gebiete einnehmen, weil ich glaube, der flüchtet nachher eh so ein bisschen in die Gebiete hin und her. Dann kann ich schon mal hier was vorsorgen. Ich sehe gerade, da unten ist auch das Fragezeichen schon für Warpol. Das heißt, ich muss einfach so schnell wie möglich Warpol da unten freischalten. Okay, dann machen wir das. Lapin, du kriegst eine Elephant Gatling. Elefanten gegen Hasen. Jo, faires Duell. So, Hase besiegt, nächster. Ja. Die will ich mal so ganz knapp noch erwischen, ne? So, was mit dir? So, und der Lapin öffnet uns ja eh gleich einen neuen Weg. Den muss ich dann wahrscheinlich nehmen. Ich bin nicht immer so weit weg. Und irgendjemand hat oben das Gebiet eingenommen, was ich geschwächt habe. Finde ich gut. Ich nehme dann hier weiter ein. Und warte, dass die Lapins wieder auftauchen. Ich habe 6 Köpfe, 6 Füße und 6 Arme. Deswegen kommen die 666 zustande. Auch auf uns zu. Eingenommen. Ja,
Delicious. Zack. Und einmal Elephant Gatling. So. Ja, besiege Warpol. Gebt mir einen Weg zu Warpol und ich gehe ihn besiegen. Oh, ich stehe sogar richtig. Direkt da, wo die Abkürzung ist. Mein Lieblingscharakter, Ruffy. Einfach simpel Ruffy. Plus Charaktere, die ab und zu in der Story ein bisschen wichtiger sind. Zum Beispiel war Lore auch lange Lieblingscharakter mit dabei. Jo, wo willst du hin? Vielleicht eine Abkürzung. Ja. Perfekt. Hier rein und dann darunter. Und noch hat Warpol das Fragezeichen. So, schnell mal Kizuna. Wo sind meine ganzen Gegner hin? Ach da. Ja, zu dem Zeitpunkt konnte Ruffy diese ganzen Attacken noch gar nicht, das stimmt. So vor allem diese Grizzly Magnum oder überhaupt Haki oder Gear 3. Akanowaya, vielen, vielen Dank für 10 Monate Treue. Doch, 10 Monate. Du bist auch weiterhin einer der teufelnden Stars auf Twitch. Oh, ich hab's erreicht. Ja, das war das. Okay. Vielleicht einfach nur die Mission jetzt beenden. Bist du denn jetzt schon wieder? Oh. So, und weg mit Warpol. Gegner, das sind Pappsoldaten. Also wie die wegfliegen, könnte man sogar wirklich glauben. Kann ihn hinterlassen. War nur special. Er hat die Time-Time-Frucht gegessen, deswegen ist er zurück in die Zeit gereist und hat solche Attacken dann schon mal beherrscht. Ja, es gibt einen One-Piece-Film, wo sie schon die Sunny haben und nach Drum gefahren sind und Franky und Robin auch schon dabei waren. Und ja. Aber es war halt auch nur so ein Special halt für einen Film, nicht wirklich Canon. Daher. Na, ist dieser Piratenkapitän jetzt. Ja, keiner? Wird er besiegt? Na gut. Gehen wir mal Gebiete einnehmen. Es gibt auch nochmal so ein Special, wo die Geschichte von Alabasta nochmal etwas neu erzählt wurde, aber. Ich muss sowieso erstmal noch den One Piece Film Z sehen. Müsste ich mir irgendwann mal auf DVD bestellen, damit ich mir den mal angucke. Ich würde den also sogar gerne mal mit deutschen Stimmen sehen, weil die habe ich auch echt schon lange nicht mehr gehört. So. Der Film, wo der Chopper das letzte Mitglied wurde, ja. Moment, kam da gerade noch ein drittes Schatzereignis? Eigentlich ja nicht. So, jetzt haben wir uns Rücken vor.
Teilweise halten die Gegner hier echt verdammt viel aus dafür, dass es nur normale Piratenkapitäne sind. Mal alle starken Gegner mal umgehauen. Den einen da hinten kriegen die schon alleine hin. Wie gesagt, ich würde es mir sowieso gerne auf DVD holen. Von daher passt's. Trotzdem danke dafür. Moneten. Huch. Wird da plötzlich Dorfbewohner, kann man einfach die Gegner weggehauen haben. Ich komme auch irgendwie aus dem Nichts. Boss Lenya. Ah ne, Moment, ich bin ja alleine hier. Bockgeist. Oder vielleicht war ich es ja. Schrankschein ist nicht mehr da, dafür ist jetzt Schrankwand. Schrankwand-Kun. Oder so. Denkt ihr euch einen schönen Namen für unsere Wand hier hinten aus? Wo alles drin ist. Weiß ich nicht, wie sieht man denn davon gerade im Stream von Schrankwand? Man sieht auch, das ist alles mit dem Manga und mit den Spielen alles schön. Aber ansonsten kann man rein theoretisch diese ganze Wand davon sehen. Oder vielleicht war es Manuel, der das Geräusch gemacht hat. So, wo ist er denn jetzt? Machen wir nochmal zurück. Ja, wobei, ich glaube, der spawnt sogar hier irgendwo in der Nähe. Wang-Chan. Die Wang klingt ein bisschen böse. Böse? Blöd wollte ich eigentlich sagen. Schrankchan hat sich zu Wandschrankchan weiterentwickelt. Jo. Wo ist denn Wapol? Irgendwie bin ich an ihm. Jo! An ihm vorbeigelaufen. Wow, eine Grizzly Magma hat eine Leiste komplett weggemacht. Und tschüss. Oder auch nicht, weil er die Attacke einfach überlebt hat. Und weg. Wie bestimmt eigentlich das Geschlecht von einem Schrank? Tja. Mega-Schrank-Chan. Die Wand hat den Manch-Manch-Frucht gegessen, den Schrank absorbiert. So. Und damit haben wir auch hier 100%. Und Choppers auf Level 5. Sehr gut. Okay, die kann ich noch nicht. Ich muss mal kurz gucken, was ich für Weisheit des Schiffsarzt brauche. Kann ich irgendwas davon? Nein, nicht so Ruffy. Wenn er nicht tot ist, hat er überlebt. Ja. So. Wo sind denn die Fähigkeiten-Poster? Schatzliste? Ja. Ich habe Mundraub noch nicht. Wer hat denn bitte Mundraub? Hm. Weisheit des Kapitäns plus. Da, Mundraub, Okta. Löse Oktas Kizuna-Spezialangriff einmal in einem Kampf aus. Dann brauche ich nur noch einen Kampf, wo ich Okta mal als Partner habe.
für Reaktionen, wenn ich 100% im Traumlock habe. Bin gespannt. Na gut, dann... Hier fehlt sogar noch mehr. So, bis sie hier kämpfen, Mr. One. Okay, die Mission muss ich zweimal machen. Das sehe ich direkt schon. Was hat da noch gefehlt? Besiege Krokodil zweimal. Ach stimmt, das war die Mission, wo ich Krokodil irgendwie hinterherlaufen musste und ich wusste wie. Da kann mir gerne einer direkt schon mal sagen, wie ich Krokodil hier zweimal besiegen kann. Irgendwas war das, dass man, glaube ich, ganz in der Nähe dort stehen muss, wo der nachher spawnt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn, glaube ich, einmal besiegt bekommen und dann ist er irgendwie abgehauen. Der war ja eben ganz weit weg, da bin ich nicht dran gekommen. Das ist halt das Problem gewesen. Ich einfach nicht treffe. So. Wenn ich Robin besiege, haut er auch ab. Ah, okay, also darf ich Robin einfach noch nicht besiegen. Nächster. Was Schönes hinterlassen? Nein, natürlich nicht. Nichts für mich. Wie auch immer Ruffy da jetzt nicht getroffen hat. So, Toshi. Keine Ahnung, ob man hier auch Vivi spielen kann im Spiel. Einmal vom Mausoleum muss man sie bekämpfen. Ihn bekämpfen, okay. Muss mal gucken. Von Mr. 3. Viel zu viele Leute hier. Erstmal alle nach und nach besiegen. So. Einmal die alle mal bitte weg. Wie soll sie auch kämpfen? Sie ist nur am Heulen. Habe ich die da hinten gerade einen Schuss in den Ofen verpasst? Das sah schon so ein bisschen danach aus. Wer ist denn da hinten gerade? Ace ist erschienen. Yo, Ace. Es geht. Ah, Smoker ist hier. Ach, das ist auch mehrere Leisten, sehe ich gerade erst. Hallo? Bleibst du mal stehen? Smoker? Bitte bleiben Sie stehen. Na, so wird das auch nichts. Der einfach nicht stehen bleibt. Und ich einfach daneben schlage. Na, wobei, doch, da haben wir noch. Noch erwischt. Wo ist er denn? Da. Jetzt, wo die Leiste vorbei ist, dann hau ich ihn richtig um. So. Treffe ich ihn? Ja, so ein bisschen. Okay. Den haben wir auch, dann können wir jetzt oben wieder weitermachen.